Sehr geehrte Damen und Herren, wir drei Schüler der VVHMF freuen uns, Ihnen heute unser Konstruktionsprojekt Atmermesche etwas näher bringen zu dürfen. Zuerst möchten wir uns hier noch kurz bei Ihnen vorstellen. Als erstes zu meiner Person. Mein Name ist Markus Galaun, ich bin 18 Jahre alt, wohne in Hartendorf und bevor ich meine Bullenlaufbahn beschritten habe, habe ich die Halsmuskeln absolviert. Mein Name ist Gunter Konrad, ich bin 17 Jahre alt, komme aus St. Johann. Und bevor ich zur Burme Wolfsberg gewechselt bin, habe ich die Unterstufe der AS Kölbach abgeschlossen. Mein Name ist Marco Holz, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Sölden und habe die Hauptschule in Muskirchen besucht. Ziel unseres Projekts war die Konstruktion eines Abrollbetonmischers. Das ist eigentlich ein normaler Betonmischer, den man aus dem Alltag kennt oder aus dem Straßenverkehr, jedoch mit der Besonderheit, dass man einen Mischer abrollen kann vom LKW und so den LKW für anderwertige Zwecke nutzen kann, also eben zur Beförderung von Containern oder Ähnlichem. Hier sehen wir den Mischer als solches, der ist wie ein normaler Betonmischer und darunter sehen wir die Auflage, die fix mit dem LKW verbunden ist, die eben dazu dient, den Mischeraufbau hochzuheben oder abzusenken oder eben auch einen Container anzuheben. Begonnen hat alles, als wir am Beginn des Schuljahres mit unseren Professoren eine Rücksprache halten, was für ein Projekt wir überhaupt machen, diese Schule. Darauf einigten wir uns, dass wir einen Abrollkipper konstruieren. Als wir uns darauf geeinigt hatten, besichtigten wir den praktischen Einsatz des Gerätes eben auf Baustellen oder im Straßenverkehr. Danach besuchten wir regionale Unternehmen. In erster Linie war das Unternehmen Hans Eigner GmbH in Zürich. Die lieferte uns Einblicke in die Fertigung und ins Unternehmen und stellte uns Unterlagen und Baupläne einer solchen Betonmischers zur Verfügung. Weiters recherchierten wir auch viel im Internet und hielten während der gesamten Konstruktionszeit ständig Rücksprache mit unseren Professoren. Gut, zur Arbeitsaufteilung. Meine Aufgabe war es einmal, die Trommel, den Antrieb und den Wassertank dieses Betonmischers zu konstruieren. Hier kaum übersehbar die Trommel in Rot, der Wassertank Weiß und eben das von ZF zur Verfügung gestellte Getriebe. Mein Part war die Auflage am LKW, also eben der fix verbaute Teil, der mit dem LKW verbaut ist und dazu dient, den Betonmischer aufzuheben auf den LKW oder abzustellen. Die besondere Herausforderung dabei war eben der Kippmechanismus des Arms, der eben mittels dieser zwei Hydraulikzylinder gekippt werden kann und mittels eines im Inneren verbauten Hydraulikzylinders eingefahren bzw. ausgefahren kann, um beim Abkippen Platz zu sparen. Meine Aufgabe war es, das Gestell zu konstruieren. Das Gestell muss den Motor festhalten, das Gestell muss auch die Trommel lagern, führen, halten und das Gestell muss eine Aufnahme für den Haken bieten. Das ist das da vorne zum Einhaken. Nun zum Thema Entwurf. Wenn man so will, unser Projekt in seinen Kinderschuhen. Als erstes haben wir mal ein Konzept uns vorgelegt und einmal überlegt, welche Dimension soll unser Betonmischer denn eigentlich haben. Wie viel Kubikmeter Beton sollte die Trommel fassen? Wie groß sollte unser Modell werden? Infolgedessen wurde dieses Konzept auf Papier gebracht in Form von Freihandzeichnungen. Hier können Sie eben eine Freihandzeichnung sehen von der Auflage mit den Hydraulikzylindern und hier S-Agenda. Sehen Sie eben die Freihandzeichnung der Trommel. Weiters haben wir Vordimensionierungen erstellt. Wir mussten natürlich berechnen, wie stark muss der Motor sein, der unsere Trommel zum Drehen bringt und welche Hydraulzylinder müssen wir verwenden, damit wir unseren gesamten Betonmischer anheben und wieder abholen können. Konstruiert haben wir mit dem Programm Creo 2.0. Diese Konstruktionen wurden vom PLM-System DaVinci 10 verwaltet. Das heißt, dass jeder meiner Teamkollegen hier immer via Internet auf meine Teile zugreifen und wenn nötig, meistens nicht nötig, Sachen ändern konnte. Alles wurde im Top-Down-Design gezeichnet. Das heißt, dass alles voll parametrisiert und voneinander abhängig ist. Was bedeutet, dass wenn ich jetzt ein Teil ändere, dass davon andere abhängige Teile sich automatisch mit ändert und sich neu regeneriert. Blechmodus, ja, die Blechteile, zum Beispiel die Trommel, haben wir im Blechmodus zeichnen müssen und alle gesamten CAD-Daten, die wir hatten, ja, von denen mussten wir Zeichnungen, CNC-Fertigungen und DXF-Files ableiten. Hier sehen Sie eben eine Zusammenstellungszeichnung, da sehen Sie eben, wie alle unsere gemachten Baugruppen ineinander eingreifen
Das ist quasi unser gesamtes Projekt auf einem Platz. Das ist eine Schweißzeichnung mit den ganzen Schweißsymbolen, die auch im Betrieb für einen Schweißer sehr vonnöten ist. Und hier eine Fertigungszeichnung. Die beinhaltet eben alle Maße, die zur Herstellung, in dem Fall jetzt ein Teilsegment der Trommel, die laser geschnitten wird, benötigt werden. Hier sehen Sie noch ein Bild einer CNC-Fertigung. Die wird in Creo 2.0 auch gemacht und ist eigentlich quasi nur die Simulation eines Fertigungsverlaufs. Zu meinem Part Behavior Modeling. Behavior Modeling war eigentlich nur dazu gedacht, den Betoninhalt flexibel zu gestalten. Das heißt, wenn ich jetzt eingebe 4 Kubikmeter Beton und ich will aber 5, gebe ich eben 5 ein und die Länge der Trommel ändert sich und das gesamte Gestell, die Auflage und der LKW ändern sich automatisch mit. Das heißt, wir definierten einen Grundparameter, in dem Fall die Länge der Trommel, und die durfte sich dann eben umändern. Kriterien für die Wettbewerbseinreichung waren das Erstellen und Sammeln von CAD-Daten, das Erzeugen von Animationen, weiteres wurden Zeichnungen erstellt, es wurde ein Vorstellungsvideo für den Wettbewerb produziert, welches in 3 Minuten unsere ganzen Kriterien, unsere ganzen Besonderheiten widerspiegelt. Zum Wettbewerb. Wir haben am 28. Mai in Linz bei der Preisverleihung den 5. Platz in der Klasse Advanced erreicht. Wir danken auch unseren Betreuern, dem Heeringenieur Paul Fürde und natürlich auch Herr Diplom-Ingenieur Josef Adler. Und nochmal zum Schluss schnell zusammengefasst: Unser Upro-Keeper ist vollständig parametrisiert, ist flexibel gestaltet durch Behavior Modeling. Es wurden Zeichnungen von 3D-Modellen abgeleitet, es wurden Fertigungsabläufe bestimmt, es wurden Animationen erzeugt, ein Video für den Wettbewerb wurde produziert und wir haben uns in einem österreichweiten Wettbewerb teilgenommen.